Super Wetter, das muss man ausnutzen. Harley. Jo, heute ist Sonntag. Super Wetter. Dachte ich mir, das muss man ausnutzen. Man hat man schon mal so einen Himmel. Ich meine, gut, da oben fliegen sie wieder. Naja, gut. Der Himmel ist schön blau, ne, wie man sieht. Da dachte ich mir, drehe ich mir mal eine Runde. Extra zur Garage gefahren, Moped raus. Eigentlich wollte ich ja die Griffheizung testen, aber dafür ist es zu warm. Ich glaube 12 Grad oder sowas haben wir. Die habe ich jetzt vor kurzem eingebaut hier. Ja. Die ist von Daytona. Eine Zweistufenheizung. Die habe ich dann mit dem Relais geschaltet. Man hört es. Na, oder auch nicht. Also ich höre es schon, aber auf der Kamera wird man es wahrscheinlich nicht hören. So, dass man, wenn man die Zündung ausmacht, dass sie dann ausgeht. Man kann sie auch hier ausschalten, aber man weiß ja nie, wenn du irgendwo parkst oder was, dann kommt irgendein Trottel, macht die an, kommst du zum Moped, ist die Batterie alle. Deswegen habe ich die über ein Relais geschaltet. Zündung an, Heizung kann man anstellen, Zündung aus, Heizung ist sowieso aus. Jo. Dann will ich mal da hinten um die Ecke gucken. Ja, super. Und die ist echt, die wird echt muckelig. Die stellt man dann auf Start. Dann wird die heiß oder warm. Soll man eigentlich nur eine Minute machen und dann auf die zweite Stufe stellen. Aber man kann die auch länger dann auf Start stehen lassen. Bis sie richtig heiß ist und dann auf Stufe 2 stellen, dann hält die die Wärme. Das ist das ganze Geheimnis von dieser Griffheizung. Alter, wie sieht's denn hier aus? Boah, die Assis, guckt euch das an. Alter, gibt's das noch? Was für Asoziale! Schmeißen einfach ihr Müll hin. Dabei gibt es an jeder Scheiß-Bushaltestelle einen Mülleimer. Widerlich. Naja. Also die Leute werden immer schlimmer, habe ich das Gefühl, immer asozialer. Können doch ihren Scheißmüll mit nach Hause nehmen. Dann fahren sie wahrscheinlich ihre Poletenkarren und wollen den Scheißmüll nicht da drin haben. Da schmeißen sie lieber auf die Straße. Erbärmliches, echt erbärmlich. Was macht die? Die hält mitten auf der Straße, um zu gucken, wo sie hin muss. Alter, wie geil. Alter, was ein schöner VW. Da muss ich mal eben hin. Magst du mich? Leih mich. Käfer Cabrio Verleih. Ja, wie geil ist das denn? Alter, der sieht ja echt scharf aus. Das muss ich mir mal näher angucken. Alter, hat er der Ledersitze?
Fahrvergnügen mit Herz, Käfer Cabrio Verleih. Ich hoffe, das kann man lesen. Ist ja geil. Ich mache mal ein Foto davon. Ich weiß ja nicht, ob man es lesen kann, dann tue ich es einblenden. Ich glaube, da steht noch einer. Ich habe so einen schon mal gesehen. Richtung Rade vom Wald. Timer aus, Junge. So. Wuppertal. So, so. Ist auf jeden Fall ein schönes Ding. Hat die Farbe von Dulu bis aufs Dach. Na gut, dann wollen wir weiter. Ich glaube, da gucke ich mir den zweiten, soll ich mir den auch angucken? Steht ja nicht so weit weg. Ich glaube, da fahre ich auch mal hin. Den gibt es nochmal in Schwarz. Und den habe ich gesehen, auch mit dem Schild. Gucke ich mir den auch mal eben an. Alter, wir haben November, da kommen die jetzt am Cabrio-Verleih. Warum haben sie das nicht im Sommer gemacht? Oder ich habe es verpasst? Ja, dann fahre ich da mal hin. Boah, Griffheizung habe ich ausgemacht. Nee, mache ich jetzt mal aus. Wird ja sonst zu warm. Oh, was ist denn hier los? Ah. Der Treckerfahrer von gerade. Na gut. Auf dem Land normal, nicht? Boah, Alter, der dampft aber hinten raus, du. So, da bin ich wieder. So, das war die letzte Ampel. Die haben wir jetzt alle hinter uns. Ampeln haben wir hier bei uns genug. Na, heute doch einige unterwegs, habe ich gerade gesehen. Ganz vorne sind auch drei Stück unterwegs. Ja, das Wetter muss man ausnutzen, wenn man kein Saisonfahrer ist. Da kann man immer, wenn es ist ja, wir haben ja immer milde Winter auch. Genau wie jetzt der November, der ist ja echt mild. Da kann man schon mal noch mit dem Motorrad durch die Gegend ballern. Macht auf jeden Fall Spaß. Und wenn dann noch die Sonne scheint, was gibt es denn Besseres? Ja, da hinten, warte mal, jetzt kommt die Kurve, dann kommt die zweite Kurve, dann ein Stück weiter runter und dann auf der linken Seite. Da müsste der zweite Käfer stehen. Den gucken wir uns jetzt auch an. In Schwarz ist der, glaube ich, sogar mit Dachreling und Gepäck oben drauf oder was der da drauf hatte. Alter, der ist krass, Alter. Knallt hier voll hoch und mit einer Hand grüßt er noch. Cool. Wetter ist echt herrlich, also da gibt es ja nichts. Ah, die Kühe genießen auch das Wetter, nicht? Die steht da wie ein Pausenbild. Da unten sollte er stehen.
Versteht er auch. Aber hier darf ich ja nicht rüberfahren, also. Doch, hier darf ich. Nee, darf ich nicht. Dann drehe ich da unten eben. Hier darf ich. So. Dann drehe ich mal eben. Ja, den warte ich noch ab da. Da ist der zweite. Alter, was ist das denn für tiefer gelegtes Taxi? Ist der tiefer gelegt oder was? Damit darfst du auch lieber Bordstein fahren. Oh, der ist aber schon ziemlich vermackt. Guck ich mir trotzdem an. Alter, der ist ja schon die Farbe am Abplatzen. Und der ist innen drin auch total scheiße, also nicht gut gepflegt. Ja, der gelbe, der war auf jeden Fall schöner. Da, das Ding, das ist aber echt, das ist ja, da passt ja gar keine Streichelschachtel mehr drunter. Hammer. Also den gelben, den würde ich mir noch leihen, aber den hier nicht. Oder das ist halt nur zum Hinstellen als Werbung, denke ich mal eher. Aber der ist schon ziemlich weit rumgekommen, wie man da sieht, auf den ganzen Aufklebern. Hammer. Na gut. Haben wir den auch gesehen. Das hat jetzt keiner gesehen, hoffe ich. Ich fahre, glaube ich, über die Schwenke zurück nach Halfa und dann mal schauen. So.